fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale mit mir, Fred. Wir wollen heute mal gucken auf ein paar Truppenkonzepte bzw. auf ein paar Kartenkonzepte, die ich gefunden habe bei Clash Royale bei Facebook. Und ich muss dazu sagen, sie wurden alle mit diesem Clash Royale Kartmaker gemacht. Ich verlinke den euch nochmal hier drunter, wenn ihr da auch mal eine Karte basteln wollt. Habe ich noch nicht selber ausprobiert. Ich habe mir die Seite mal angeguckt, habe jetzt allerdings selber noch keine Karte gebaut. Und ja, es waren wirklich einige lustige Karten auf jeden Fall dabei. Wir gucken es mal durch. Ich habe wirklich mal so ein paar rausgesucht. Wenn ihr auch Karten damit erstellt habt und sie mir mal zeigen wollt für eine neue Folge, könnt ihr sie mir gerne per E-Mail zuschicken. Da würde ich mich sehr freuen. Schreibt euren Namen dabei und dann werde ich euch erwähnen. Und dann gucken wir uns euer Kartenkonzept mal an. Ihr seid ja wahrscheinlich auch von der kreativen Sorte, sag ich mal. Also, Level 1 Wizard Tower. Ja, der Wizard Tower ist ja eins zu der Gebäude in Clash Royale, kann man sagen, was Sinn machen würde. Was jetzt noch fehlt, gibt's noch nicht. Wir haben ja noch aktuell, gut, wir haben den Bomben Tower, der jetzt den Weg nach Clash of Clans gefunden hat, der halt dann den Schaden macht, den Flächenschaden, allerdings halt nicht für Luft. Naja, finde ich ein ganz interessantes Konzept, müsste man dann mal gucken. Es ist halt jetzt hier bei ihm, ist es der, bei demjenigen, der es gemacht hat, ist es eine Rare Card, also eine seltene Karte. Wir gucken mal weiter. Level 1, Dark Giant. This is the Dark Giant. He is unstoppable and he loves to fight. His weakness is nothing really, so watch out. Er hat keine, in diesem Fall hatte er keine Schwäche. Naja, es ist eine Legendary. Das ist mir so besonders aufgefallen. Viele Leute bei den Truppenkonzepten nehmen eine Legendary. Warum? Was wollt ihr denn mit noch mehr Legendaries? Es gibt doch schon so viele. Es gibt doch schon so viele Legendary-Karten. Lasst es doch dabei. Belasst es doch dabei. Wir brauchen mehr epische. Oder vielleicht auch mehr seltene. Aber noch eine Legendary, ich weiß nicht. Wir gucken mal weiter. Pekka Barrel finde ich richtig cool. es ist aber auch eine Legendary, ne? Merkt ihr? Auch eine, vor allem schreibt er da 10 Elixierkosten dran. Naja, finde ich jetzt ein bisschen viel für eine Pekka Barrel. Weiß ich nicht. Fände ich ganz lustig, wenn die dann wirklich auch alle gleich aussehen würden, die Barrels. Dass du halt, wenn derjenige was schmeißt, einfach nicht weißt, was da drin ist. Oder so eine Überraschungsbarrel, wo einfach irgendwas random drin sein könnte oder so. Ich habe keine Ahnung. Wäre noch ganz lustig. Das ist auf jeden Fall Pekka Barrel. Wir gucken aber nochmal weiter. Das fände ich lustig. Level 13 Emote Spam. Floods your opponent's screen with laughing and crying emote. Also der Bildschirm des Gegners wird quasi überflutet mit lachenden oder halt auch weinenden oder wütenden Emotes, wie ihr wollt. Wenn es aktiv ist, wird der Gegner nicht in der Lage sein, irgendwas auf dem Bildschirm zu sehen oder halt auch zu werfen. And will probably throw his phone across the room while it's happening. Wird wahrscheinlich sein Telefon durch den Raum schmeißen. Zu den Stats sage ich jetzt mal nichts. Fände ich eigentlich ganz lustig. Wir gucken mal weiter. Level 1, Elite Archers. Ja, sowas wie die Elite-Barbaren, kann man sagen, nur in Archer-Form. Ja, wie das denn dann aussehen würde oder ob die Sinn machen würden, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich werde nun ein Spielchen auf jeden Fall euch noch zeigen. Moment. Ein kleiner Cut. Wir haben noch ein Spielchen und jetzt gucken wir mal weiter. Das ist geil. Level 1 Surprise. Uses at random from 1 to 9 Elixir to summon any troop at random, even if you don't own the card. Warning, this may use more or less Elixir than planned. Also, this could be any placement. Ja, das ist halt das Problem. Also, beziehungsweise erstmal das Konzept. Du hast diese Karte, beziehungsweise diesen Zauber, und ja, von 1 bis 9 nimmt es alles an. Okay, von 1 bis 9 kann es alles annehmen an Karten. Auch wenn du diese Karte selber nicht hast. Beispielsweise, ich hätte den Friedhof jetzt nicht. Ich würde jetzt diese Surprise spielen, könnte der Friedhof rauskommen. Okay, dann würde ich das aber so machen, dass das quasi immer davon abhängig ist, wie viel Elixier du hast. Wenn ich quasi volles Elixier habe, kann jede Karte rauskommen, die es gibt. Weil du kannst ja jede Karte damit setzen. Wenn ich halt nur, was weiß ich, nur 3 Elixier habe, könnte halt dann kein Pekka rauskommen. Ne? Das ist so das Spielprinzip. Das fände ich schon ganz geil. Das fände ich schon echt richtig lustig. Wäre ja vielleicht mal was für so eine Challenge oder für so eine, wie gesagt, für eine Herausforderung oder sowas. Level 1 Surprise. Merken. Richtig cool. Richtig lustig. Dann Level 1 Dragon. Wieder eine Legendary. Leute, was habt ihr denn mit euren Legendaries? Der Drache ist zwar eine coole Truppe, weil wir haben ja den Baby Dragon. Wir haben ja den Drachen noch nicht. Aber so viel mit wieder, dann wird wieder so viel mit Clash of Clans vermischt. Ich finde es sowieso schon schlecht, dass bei Clash of Clans immer so viele Clash Royale Sachen immer mit übernommen werden.
weiß ich nicht. Ne? Bowler bei Clash of Clans wird dann bei Clash Royale übernommen. Der Bombenturm wird übernommen bei Clash of Clans. Der war vorher bei Clash Royale. Und so weiter und so fort. Baby Dragon war erst bei... War der erst bei Clash of Clans oder erst bei Clash Royale? Nee. Der wäre erst bei Clash Royale. Entschuldigung, der wurde ja zusammen mit dem Miner. Der kam zusammen mit dem Miner. Entschuldigung. Also, wir gucken mal weiter. Level 1 Betrayal. Schreibt man Betrayal so? Es ist ja verraten. Betrayal heißt verraten. Ein Zauber. Ein epischer Zauber, der quasi dafür sorgt, dass die Truppen die Seite wechseln. Ne? Wenn wir es zum Beispiel sehen würden bei mir, er hat jetzt die Minions gesetzt oben rechts und die würden dann quasi die Seite wechseln, wenn die in dem Bereich sind und würden dann mir gehören. Fände ich eigentlich ganz lustig. Ist eine ganz coole Idee. Dann, was haben wir noch? Level 1 King. Ja, der King. Ja, der King sitzt ja oben auf seinem Türmchen drauf mit seiner Kanone, ne? Denkt sich, mich geht das alles nichts an, ich bin geschützt. Aber so als Karte fände ich ganz cool. Aber wieder, ne? Wieder Legendary. Viele Leute haben eine Legendary-Karte kreiert. Es macht vielleicht auch den Reiz aus, so eine Legendary-Karte. Weiß ich nicht. Dann, eine richtig, richtig geile Karte. Das Igloo. Das Igloo, finde ich, ist bisher die geilste Karte, die ich gesehen habe. Das ist nämlich wie das mit den Eisgeistern. Der Ofen wäre in diesem Fall das Igloo für die Eisgeister. Wir sehen das ja jetzt hier, oder beziehungsweise den Eisgeist. Er würde dann Eisgeister spawnen. Fände ich cool. Fände ich richtig cool. Und natürlich noch die Klassikerkarte. Die Wi-Fi-Karte, das quasi, this card hacks enemies Wi-Fi, makes the enemy can drop troops in 30 seconds. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen viel, ne? 30 Sekunden, keine Truppen setzen, fände ich ein bisschen viel. Aber vielleicht 5 Sekunden? Oder so? 5 Sekunden fände ich noch okay, oder 3 bis 5 Sekunden, das wäre noch machbar. Wir gucken mal noch weiter. Ich werde jetzt natürlich ein Spielchen noch starten. Level 1 Energy Shield. Ein Energieschild. Forms a barrier around your tower to keep it safe. Okay, macht quasi so ein Schutzschild um deinen Tower, dass du da quasi geschützt bist. So, er hat jetzt den Königsriesen gesetzt. Ich muss echt aufpassen, dass ich mich jetzt mal konzentriere. Aber ich muss trotzdem noch weiterklicken. Hydra. Ah, zwei Sachen habe ich auch nur noch. Ist noch okay. Moment, jetzt muss ich mir eben gucken. Hydra. Ich lasse es einfach mal so durchlaufen, da könnt ihr euch mal durchlesen. Weil ich ja doch den Kampf hier machen muss auf jeden Fall so, bevor sie schießt. Sie schießt. Ja, natürlich. Natürlich. Sie schießt natürlich noch einmal los, bevor wir da was setzen können. Ich habe noch nicht ein... Doch, ein bisschen Schaden habe ich schon gemacht. Ich habe wieder den Lava-Hund aktuell. Ja, das ist natürlich sehr gut. Das ist für mich natürlich jetzt... Nein, das ist schlecht. Aber der Rest war gut. Was wird er setzen? Ich setze jetzt erstmal nichts. Ich werde erstmal nicht... Oh, doch, da oben. Er hat was da hingesetzt. Kriegen wir sie kaputt oder kriegen wir sie nicht kaputt? Ja, doch, jetzt kriegen wir sie so langsam kaputt. Aber wir müssen natürlich auch mal dran denken, dass wir Schaden austeilen. Warte, ein bisschen, komm, bisschen noch. Ja, 1300, okay, das läuft. Läuft besser als erwartet, da kann ich mal eben weiterklicken noch. Nämlich von Noah, eine deutsche Karte. Er hat mir das zugeschickt, dadurch kam ich auch auf die Idee, das so zu machen. Das ist, ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Moment, jetzt müssen wir eben überlegen. Da müssen wir jetzt mal eben ganz schnell intervenieren, so, damit er mir nicht meinen Turm klaut. Also, die Artillerie von Noah, muss ich sagen, finde ich ganz cool. Wie gesagt, wenn ihr eine Karte habt, könnt ihr sie mir gerne zuschicken. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. 26, weil das Spiel könnte ein bisschen knapper werden hier. Wir müssen mal überlegen. Oh, er nimmt nicht den Feuerball. Aber wir nehmen die Skelett-Army. Er hat den Feuerball noch. Aber er hat, glaube ich... Ah, er hat den Zap. Okay, er hat den Zap, aber das macht uns gar nichts. 158, nein, das hätte sich gar nicht mehr gelohnt. Ich hätte gar nicht mal den... Ich hätte den Lava-Hund überhaupt nicht setzen müssen. Aber ist egal, er kommt durch, er wird den Turm zerstören. Wir können auf der anderen Seite jetzt gleich schon mal durch. Das macht nix. Muss ich nur mal überlegen, wie? Also wie ich dann durchkommen soll, ja, das war klar. Ah, den Turm holt er sich leider auch, oder? Nein, er hat ihn sich nicht geholt. Oh! Der hat ihn sich nicht geholt. Das heißt, also er wird sich den Turm auf jeden Fall noch holen. Hat er jetzt nicht gemacht, macht er gleich. Genau. Er setzt nämlich seinen Königsriesen dahin. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiteren Schaden abwenden und müssen für unsere... Wir müssen selber ein bisschen dran gehen. So, komm. Die machen wir mal schnell kaputt. Den noch hinterher. Komm. Komm. Ah, ich war so nah dran. Ah, wir haben es doch geschafft. Habt ihr das gesehen? Wir haben den Miner noch zerlegt. Und jetzt haben wir eine Chance. Denkt dran, wir haben den Blitz noch.
Denkt dran, wir haben noch den Blitz, aber... Wie ärgerlich ist das bitte, dass wir genau einen einzigen Lakai nicht getroffen haben? Und dafür hätte sich nie im Leben, hätte sich dafür auch was anderes gelohnt. Jetzt kann er den Feuerball nehmen, oder? Er nimmt nicht den Feuerball. Oh, jetzt haben wir eine Chance, Leute. Jetzt haben wir eine Chance. Ja, das war's. Das war's, wir haben gewonnen. Jetzt kann ich mir nochmal die Adler-Def in Ruhe angucken. Ne, die Adler-Def nicht, die Adler-Artillery natürlich. Die Adler-Artillery von Noah. Die Adler-Artillerie verfügt über beinahe unbegrenzte Reichweite und greift sie Feinde mit explodierenden Geschossen an. Doch niemand weiß, wann sie aktiviert wird. Der Spiegel zersplittert sie, wenn... Keine Ahnung, was er da noch schreiben will. Aber wie gesagt, finde ich schon mal... Adler-Def, naja. Ob das so eine gute Idee wäre, die hier reinzubauen, das ist mal eine andere Sache. Aber das waren auf jeden Fall schon mal ein paar Truppen... Konzepte und ich würde mich sehr freuen über eine positive Bewertung. Wenn ihr noch welche kreiert habt, Karten, schickt sie mir zu per E-Mail oder noch neue Truhen geöffnet habt, schickt sie mir auch zu per E-Mail. Dann packe ich sie in die Folge rein und dann wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Lasst es krachen und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge. Ich glaube, morgen kommt auf jeden Fall der Clash of Clans. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.